Hey, herzlich willkommen zum Daily Kalender Puzzle. So, jetzt lösen wir noch Sonntag, den 12. Mai. Ich habe extra ein anderes Hemd angezogen, damit es so aussieht, als ob es ein anderer Tag wäre. Geschickt, hä? Okay, wir fangen einfach mal an. Und wir machen das wie immer, gell? Wir haben unseren Standard, den wir nicht haben. Und versuchen das einfach mal. Wir schmeißen den ein. Gestern hat es ja gar nicht funktioniert. Gestern haben wir ja sehr, sehr lange gebraucht. Die 12 ist da. Da könnte man zum Beispiel den hier hinmachen. Und mit dem da, hätten wir die 12 schon mal weg. Machen wir also lieber nicht. Hä? Wir können den hier hinsetzen und den hier rein. Und das geht nicht. Das da ist der Sonntag weg. Das ist schlecht. Dann können wir den hier oben reinmachen. Und den hier. Ah, das sieht aber nicht gut aus, was ich hier bastle, hä? Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus, um es mal so zu sagen. Weil ich kann zwar den hier hinmachen, aber dann habe ich da wieder ein Problem. Und der würde so gehen, aber dann kriege ich die 13 nicht weg. Wir könnten den hier hinsetzen und zum Beispiel den hier runter. Dann habe ich da oben meinen Standard schon mal kaputt gemacht. Wenn ich den hier hinmache, dann könnte ich den hier verpflanzen. Könnte man den hier hinsetzen, dann bräuchte ich den da nochmal. Aber den habe ich ja nicht. Und hier nach hinten kann ich fast nichts mehr machen, außer den da, aber dann habe ich hier die 18. Ah, blöd. Das geht nicht. Dann schauen wir mal, wie wir unten den Sonntag halt hinkriegen, gell? Wir können den hier reinmachen, dann haben wir ihn weg. Und dann machen wir den hier hoch, das hatten wir auch schon mal. Dann können wir den hier reinmachen und dann haben wir den Mai. Und dann muss das wieder schön hinlegen, gell? Dann kann man damit den Mai machen und den zum Beispiel hier rein. Die 12 haben wir hier immer noch. Wie kommen wir an der 12 vorbei? Verdammt. Wir können den noch hier reinlegen. Und damit hätten wir die 12. Dann könnte man den hier nach hinten machen. Und da geht nicht. Wenn wir den hier hinsetzen, dann könnte man hier das T reinschmeißen. Das würde gehen mit dem da hier runter. Dann hätten wir den da weg. Hä? Dann hätten wir hier den da. Und den da. Oh, besser als gestern, aber immer noch schlecht. Hä? Sonntag, 12. Mai. Ja, besser als gestern. Gestern war ich ja. Sowas von schlecht. Jetzt muss ich schauen. Ich glaube, das sollte soweit vorbereitet sein. Wir können da einfach einen Cut machen. Und das war das gestrige Hintergrundbild. Und wir werden heute einen Künstler nehmen, den ich noch nie hatte bis jetzt. Das war das Bild vom Montag, von dem wir ausgehen. Und der heutige Künstler heißt Hieronymus Bosch. Und da haben wir wieder ein Problem mit dem Link. Hä? Okay, dann machen wir den dann nochmal weg. Machen hier minus minus SF. Weiß gar nicht, ob das überhaupt braucht. Dann gehe ich mir den Link unten nochmal holen. Ah, vielleicht ist das Problem, weil ich da schon
Ding drin habe. Ne, den hatte ich nicht drin, als ich es kopiert habe. Sehe. Nehmen wir den da wieder weg. Und dann habe ich da drauf geklickt, das wollte ich nicht. Dann machen wir da den dann nochmal rein. Jetzt hat er es geholt. Der macht wunderschöne, chaotische Bilder. Habe ich mir gedacht, für den Sonntag müsste das eigentlich okay sein. Schicken wir das gleich ab. Und er startet irgendwann, wenn wir Glück haben mit dem Generieren der Bilder. Ja, er hat angefangen. Gut. Dann warten wir mal ein bisschen, gell? So lange wird das ja nicht dauern. Noch schnell schauen, ob ich wirklich alles habe. Ja. Genau, müsste eigentlich okay sein. Alles nimmt auf, was aufnehmen muss, und wir können schauen, was Midjourney uns da baut. Gutum. Am Montag war ich ja im HR-Giga-Museum in Graiertz. In Gruyère. Nicht in Graiertz. Und das war echt cool. Das war wirklich gut. Wenn ihr mal dahin gehen solltet, nehmt nicht so kleine Kinder mit. Nehmt am besten gar keine Kinder mit. Es könnte verstörend sein. Ein bisschen. Wie zum Beispiel das... Hallo, jetzt hat er von 35 auf 100%... Wow, geil. Das sieht ja cool aus. Holla die Waldfee. Dann schauen wir uns die Bilder gleich mal schnell in groß an, hä? Ja, das sieht cool aus. Also, boah, da hat er sich richtig Mühe gegeben. Er hat ein bisschen viel solche Stangen rundherum und so, sieht aus wie Spinnennetze, irgendwie. So auf den ersten Blick, und da unten hat es ganz komische Viecher, die aussehen wie Kamele, aber die wahrscheinlich keine sind. Und hier hinten hat es sogar noch Fabriken. Also, sie sehen aus, als ob es Fabriken wären. Das sieht doch auch nicht schlecht aus. Hier hat es ein bisschen Puff gegeben. He? Aber das Bild als solches sieht cool aus. Und das letzte. Ja. Das ist jetzt recht blöd, weil eigentlich gefallen mir alle vier. Es sieht halt schon so aus wie. Der. Ja, muss. Bosch. Gibt übrigens ein Bosch-Bier. Wir machen die vier mal wieder zusammen drauf, gell? Und jetzt müssen wir uns entscheiden. Also, was spricht gegen was? Was mir unten rechts nicht so gefällt, sind diese vielen weißen Flecken. Aber das Bild als solches ist cool. Und vorne am Turm hat es etwas, was eigentlich 3D sein sollte, aber irgendwie 2D ist. Das gefällt mir nicht so. Unten links ist dieses Durcheinander da, wo das Feuer brennt. In der Burg. Was mir nicht so richtig gefällt. Aber ansonsten ist es recht cool gemacht. Oben links. Ja, die fliegenden, was auch immer, gell? Was immer das sein mag. Und oben rechts sind diese Stängelchen, die da drin sind. Was sollen wir nehmen? Die Entscheidung ist schwer. Verdammt. Oh Mann. Warum kann er nicht einfach ein gutes Bild machen und drei Schrott? Also, naja, ihr würdet vielleicht sagen, dass alle Schrott sind. Aber mir gefallen sie wirklich. Welches gefällt mir am besten? A, Zelle, Böle, Schelle, Kratz, Gott, Wally, Sel und sie wieder. Hi. Hält sich um mich bei. Piff, paff, puff. Und du bist los. Oben links. Wir nehmen. Nee, ich bin nicht oben links. Das ist wirklich blöd. Ich nehme unten rechts. Unten rechts ist gut. Ah. Doch. Nein. Sind halt alle so ähnlich irgendwie. Ähnlich gut. Doch, ich nehme unten rechts. Unten rechts ist gut. Schreibt mir in die Kommentare, welches Bild ihr genommen hättet.
könnt auch schreiben, warum. Es reicht, wenn ihr 1, 2, 3, 4, also nicht natürlich 1, 2, 3, 4, sondern 1 oder 2, oder, also nur eine Zahl, hä? Reinschreibt. Oder oben links, oben rechts, unten links oder unten rechts. Oder so. Und wenn ihr weiterhin meine Videos sehen wollt, dann folgt meinem Kanal, liked das Video und klickt die Glocke. Dann besten Dank, dass ihr das Video geschaut habt. Nächste Woche werde ich wahrscheinlich wieder nur ein Video machen, weil ich unterwegs bin und keine Zeit haben werde, jeden Tag ein Video zu machen. Es gibt also nur ein Hintergrundbild. Damit müsst ihr leben. Habe ich schon gesagt, besten Dank, dass ihr das Video geschaut habt? Wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht. Dann hoffentlich sehen wir uns morgen wieder zum nächsten Video. Ciao zusammen.